Ein Würfel aus Eisen hat ein Volumen von einem Kubikzentimeter. Klein a, berechne seine Masse und klein b, man schmilzt den Eisenwürfel und verwandelt ihn in eine hohle Kugel mit 10 Kubikzentimeter Rauminhalt. Berechne die Dichte dieser Kugel. Schwimmt diese Kugel an der Oberfläche von Wasser? Wir beginnen mit klein a und schreiben zuerst die Angaben. Dieser Eisenwürfel hat als Volumen ein Kubikzentimeter und dieses Volumen drücken wir sofort in Kubikmeter aus. Da es sich hier um Eisen handelt, wissen wir aus dieser Tabelle, dass die Dichte von Eisen 7860 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt. Diese Angabe übertragen wir hierhin. Wir haben jetzt alle Angaben. Was wir suchen, das ist die Masse von diesem Würfel. Dazu nutzen wir die Formel Dichte gleich Masse auf Volumen. Zuerst schreiben wir diese Formel nach m um und dann ersetzen wir in dieser Multiplikation Rho durch diese Zahl und V durch diese Zahl. Und somit finden wir als Masse von diesem Eisenwürfel 0,00786. Diese Zahl drücken wir noch mit der richtigen Einheit aus. Die Masse von diesem Eisenwürfel beträgt also 0,00786 Kilogramm. In klein b verwandeln wir diesen Eisenwürfel in diese hohle Eisenkugel, deren Rauminhalt 10 Kubikzentimeter beträgt, das heißt so viel Kubikmeter. Die Masse dieser Kugel haben wir in klein a berechnet, die entspricht der Masse von diesem Eisenwürfel, also 0,00786 Kilogramm. Was wir suchen, ist zuerst die Dichte von dieser Metallkugel, die hohl ist, und dann möchten wir wissen, ob diese Kugel auf Wasser schwimmt. Das wird der Fall sein, wenn die Dichte von dieser Kugel streng kleiner ist als die Dichte von Wasser. Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir natürlich diese Formel, die Dichte gleich die Masse geteilt durch das Volumen. Also die Dichte von dieser Kugel, das ist m geteilt durch das Volumen dieser Kugel, also diesen Bruch. Und dieser Bruch ergibt 786. Woraus wir also schließen, erste Endantwort, dass die Dichte von dieser Kugel gleich ist zu 786 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Dichte dieser Kugel ist streng kleiner als die Dichte vom Wasser. Also schwimmt diese Metallkugel auf Wasser. Antwort auf die gestellte Frage: Yes.